Weiter geht's hier bei The Witcher 2 und in Loredos Hütte. Dort, wo wir natürlich ihn eigentlich schon umgebracht haben. Doch was passiert draußen? Draußen wird, glaube ich, wieder schön gemöbelt, habe ich das dumpfe Gefühl. Besiege die Soldaten im Hof. Und es regnet. Okay, kommt her. Jetzt wird aufgeräumt. Ihr fetten Fettsäcke. Nimm das. Das ist für Oma. Und das ist für Opa. Ihr behinderten Wächter. Verbrenne in der Hölle. En garde. Schon wieder Mist gebaut. Ich glaube, das war der letzte. Geralt, du kommst gerade recht. Wo seid ihr denn geblieben, Roche? Wir hatten unterwegs ein bisschen Ärger. Ein bisschen? Jorvit. Oh Gott. Ich muss gegen Jorvit kämpfen. Alles klar, ich verstehe. Nimm das, Jorvit. Genug! Ein Mensch hat mich besiegt. Ich werde alt. Was nun? Du hast Glück. Eigentlich hättest du die Folter verdient. Aber aus Mangel an Werkzeug schneide ich dir nur den Kopf ab. Du stirbst wie ein Krieger. Gut so. Bist sicher verwirrt, so kurz vor dem Tod. Gut, dass du es bist. Wär doch dumm, nach all den Jahren von einem verirrten Pfeil erwischt zu werden oder an einer Grippe zu sterben. Mist. Diesmal kommst du davon, deine Schützen sind im Anmarsch. Aber denk daran, ich habe dich einmal besiegt und ich kann es wieder tun. Das werden wir sehen. Der Mistkerl ist uns entwischt. Wir dürften noch von ihm hören. Verdammte Anderlinge! Genug davon. Was ist mit Loredo? Wo ist Wes? Loredo ist tot. Wes konnte ich gerade noch retten. Wie das? Dein Plan war überhaupt nicht... Ein Junge, Geralt. Strammes Kerlchen. Wem gehört das Kind? Moriel. Wem? Wir haben eine Elfin gefunden, die Loredo vor einem Jahr entführt hat. Er ist der Vater. Eine Elfin würde ich niemals anrühren. Genug, dafür ist keine Zeit. Das Schiff wartet. Was zum Teufel? Was hast du getan? Warum? Finger weg! Ich hasse diese Stadt. Macht das Schiff startklar. Was ist mit dem Kind? Mitnehmen können wir es nicht. Aber wer in diesem Drecksloch nimmt es auf? Seherim. Gibt es Seherim aus Bindegarn? Und sagt ihm, dass es Morils Kind ist. Thank you.
Der Attentäter hat uns genasführt. Wie wahr? Und Triss Merigold geraubt. Der Tod Volltests hat ihm wohl nicht gereicht. Und er musste sich noch seiner Beraterin bemächtigen. Es war keine Zeit nachzudenken. Es war Zeit zu handeln. Ich zauderte nicht, an Bord zu gehen und mit Geralt ins Pontertal zu reisen. In Obereddirn lagerte König Hensels Armee. Zufällig war König auch das Stichwort für meinen Plan zur Ergreifung des Königsmörders. Die Spezialverbände von Volltest, er möge in Frieden ruhen, verhielten sich erfreulich zurückhaltend und verschonten uns auf der Reise mit Witzen der Sorte, 100 Arten einen Elf zu häuten. Das untermauert meine Theorie, dass der menschliche Verstand zwar zum Ausbrüten von Grässlichkeiten neigt, irgendwann aber doch von der Reflexion eingeholt wird. Oberenden im Pontertal, Akt 2. Zwei Tage nach dem Aufbruch aus Flotsam. Die vielen Knochen muss ein wahres Gemetzel gewesen sein. Wo hatte Glevisig nur so viel Zauberkraft her? Entspann dich, Detmold. Reagierst du auf Schädel und Rippen immer so heftig? Tja, amüsier dich nur. Das hier ist Magie, mit der man Kriege gewinnt. Tausende sterben auf einen Schlag. Rums, Übermacht, Zerstörung, Vernichtung. Sabrina Glevisig ist auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und das Pontertal gehört weiterhin zu Eddern. Eddern ist dem Untergang geweiht. Die Tage dieses verkommenen Königreichs sind gezählt. Daran ändert auch ein Bauernaufstand nichts. Da irrst du dich, Detmold. Dieses Land lebt, das spüre ich. Es ist wie ein verwundeter Bär, mit Narben übersät, von Hunden blutig gebissen. Aber immer noch gefährlich wie der Tod selbst. Das gibt einen schönen Krieg. Herr, die Edelleute aus Eddern werden es nicht wagen, gegen dich aufzubegehren. Dafür habe ich gesorgt. Du wirst es gleich sehen. Majestät, es lebe der König! Der König. Und das ist wohl das Vorspiel zum Krieg von Catwin. Und ich soll wohl jetzt zu den Verhandlungen gehen. Baron Fellhard hat immer schon durchblicken lassen, dass er gern die Seiten wechseln würde. Ein Schurke, wie er im Buche steht, dieser Fellhard. Der Rest hat Riesenangst vor Saskia und ihrer Bande von Bauern und Anderlingen. Sie sind nicht gewappnet für einen Krieg, das ist ihnen klar. Was ist mit dem Avensbengel? Hat er sich auch verkauft? Fürst Stannis blieb die Antwort schuldig, aber Fellhard hat uns versichert... Ich muss ihm dabei schon in die Augen sehen. Erst dann weiß ich, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Wir grüßen untertänigst seine Majestät Henselt, König von Cadwan, Stammhalter derer von Einhorn, Herrscher auf Ard Carrey, Erzherzog zu Ban'art, Bezwinger Nilfgaards. Willkommen in Eddirn. Wie viel verlangt ihr? Majestät, belieben zu scherzen. Es ist mir ernst, todernst. Was kostet eure Unterschrift? Wir dachten da an 100.000 Novigrader Kronen und den Titel eines Marquis. Für jeden. So, so. Obereddirn, das sind Silber- und Kohleminen, zahlreiche Manufakturen, der einzige Marmorsteinbruch diesseits der Jaruga und ein Handelsweg von Ost nach West. Es heißt Niedermark. Ihr tätet gut daran, die neuen Bezeichnungen zu lernen. Im Gegenzug leisten wir Majestät den Lehnseid und erkennen euch als den rechtmäßigen Herrscher über dieses Land an. Ihr bekommt die Hälfte. Ist ja immerhin etwas. Ihr bekommt 50.000. Und den Titel könnt ihr vergessen. Dafür stellt ihr meinem Heer Führer, Verpflegung und Quartier in euren Schlössern. Aus euren Soldaten wird ein Spezialkorps unter Kommando des Magiers Detmold gebildet, das den Auftrag haben wird, den Bauernaufstand niederzuschlagen. Herr, die Menschen werden uns hassen, nicht begreifen. Ja, Fellhard, sie werden euch hassen. Doch immerhin lebt ihr, dazu recht betucht. Ihr könnt euch auch von der Drachentöterin Saskia umbringen lassen. Oder von mir.
Majestät, wir nehmen eure Bedingungen an. Detmold? Das Dokument. Doch da ist noch die Sache mit Fürst Stannis und seinen Rechten an diesem Land. Solange er lebt, solange der Fürst lebt, wird er dieses Land für sich beanspruchen. Mach ihn eben kalt, Fellard. Majestät, ich bin kein Krieger. Dann halt endlich den Mund und unterschreib. Herr, die Drachentöterin ist mit ihrer Gesandtschaft unterwegs hierher. Ausgezeichnet. Lasst sie durch. Na, wird's bald. An die Feder. Her mit der Unterschrift. Aus reiner Neugier. Was kostet Ober-Eddon eigentlich? 50.000. Wie viel würdest du denn verlangen, mein Liebchen? Majestät, verbietet diesen Trottel das Maul, sonst ziehe ich ihm die Zunge lang und knote ihm den Hals damit zu. Ich? Herr, lass sie festnehmen. Schweig, Detmold. Klapp endlich das Gesicht zu, Detmold. Diese Saskia gefällt mir. Frau, was willst du von mir? Zieh dich mit deinem Heer zurück. Erkenn Ober-Eddon als unabhängig an. Hör mit der Verfolgung von Anderlingen auf und gib ihnen freien Abzug aus deinem Reich. So rettest du dich und dein Heer. Wie dreist du bist, Weib. Meine Soldaten würden mich für feige oder verrückt halten. Ich bin Henselt von Ard-Carré. Ich kusche nicht vor Weibern. Auch nicht, wenn sie Drachen töten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich fordere dich zum Zweikampf, König. Hier und jetzt. Vor den Leuten und ihren Göttern. Wie früher, als noch Menschen mit Ehre im Leib über die Welt herrschten. Und Ober-Eddon geht an den Sieger. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Fordert den König heraus. Herr, auf dem Schlachtfeld machen wir sie nieder. Aber diese Frau hier tötet angeblich Drachen. Sie könnte gefährlich sein. Ich werde kämpfen. Oder? Ich habe was anderes mit dir vor, das hört sich ein bisschen pervers an. Und ich mache es mal. Mädchen, du gefällst mir. Ich will dich liebend. Dich und dein Land. Da musst du schon Vergen einnehmen. Erst dich, dann Vergen, dann ganz Eddon. Schnappt sie euch! Okay, wollen wir mal. Sie wollt nicht dran glauben. Und jetzt muss sie aber dran glauben. Stopp! Stopp! Im Namen von Greve, Freya und Melitele! Was wurde da nur aktiviert? Oh, halt! Was denn, Civic? Hast du eine Schnapsbirne? Erkennst du mich nicht? Oh Mann, ich glaub, mein Kater badet. Was suchst du denn hier, Rorsch? Der Hexer. Ist mir bekannt, wer das ist. Der Königsmörder beim Lager des Königs. Und nicht einmal in Ketten. Locker, Jungs. Er ist nicht der Mörder. Ich bürge für ihn. Und den König nun... Euren muss ich dringend sprechen. Da wird sich der gnädige Herr Ritter wohl gedulden müssen. Keine Bewegung, Mutant. Hol mal einer den Hauptmann. Und eine Leine. Wir werden das verdammte Untier fesseln. Nein, Civic, nicht nötig. Wo finde ich den König? Draußen auf dem Feld. Er verhandelt gerade.
Königsmörder, lass die Waffen fallen. Oder muss ich dir erst meine in den Hintern rammen? Keine Bewegung! Halt ja still, Mutant! Lass deine Hände sehen! Feuer! Mach ihn fertig! Was zum Teufel? Merkwürdig. Halt die Geister im Schach, damit Demolt die Energie für den Zauber sammeln kann. Okay. Ihr Geister, stirbt! Und da ist gleich der Nächste. Ich glaube, wir kriegen noch mehr Besuch. Au, Backe, was ist das bitte für ein Monster? Ach du Scheiße. Stirb. Dahin ist fast genau dasselbe Monster. Wenn nicht sogar dasselbe Monster. Sonne! Eine Sonnenfinsternis. Jemand hat einen Fluch ausgesprochen. Ein gigantischer. Und? Was jetzt? Wir müssen hier weg. Die Geister reagieren nur auf Silber und Magie. Bleib hinter mir. Ich werde versuchen, den Nebel aufzulösen. Was geht bitte hier ab? Das ist ja der Hammer. Oh nein. Die Erscheinungen, sie stören. Das ist Plenisics Flug. Sie will mich umbringen. Bleibt in meiner Nähe. Es ist ganz nah. Wollen wir es fangen? Shit, ich darf den Radius nicht verlassen.
Sonst gehe ich auch noch drauf. Und das will ich nicht. Oh mein Gott. Viele Gegner wollen noch kommen. Oh, es geht wieder los. Die Erscheinungen sind wieder da. Die sind natürlich am meisten blöd. Aber wir kriegen sie schon irgendwie. Ich habe sie fest im Blick. Hebt sich. Es ist nicht mehr weit. Na toll. Ich kann nicht aus dem Radius raus, sonst hätte ich schon längst getan, um da volle Pulle Action zu geben. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Hammer, was ist das bitte für eine Atmosphäre? Okay, Erscheinungen sind wieder da. Nixer. Erste Erscheinung ist schon mal tot. Da sind gleich mehr. Na, wo ist die Erscheinung? Ihr lernt es wohl nie. Ich glaube, wir kommen immer näher. Detmold! Sheila, zack in mein Zelt! Ich will wissen, was zum Teufel passiert ist und was wir unternehmen können. Jawohl, Eure Majestät. Los, Marsch! Ruf die Kompanieführer zusammen. Wird sofort erledigt, Majestät. Zehnschaftsführer, den Hexer beobachten. Hat mir zwar gerade noch den Kragen gerettet, wird mich also eher nicht umbringen wie Foltest. Soll aber gefälligst nicht rumstreuen im Lager. Beschäftige ihn eine Weile und bring ihn dann zu meinem Zelt. Majestät, ich erbitte eine Audienz. Später. Zuerst die Zauberer, dann der Hexer. Wunderbar. Und dabei sah es eine Weile nach einem netten, normalen Krieg aus. Wo kann man sich hier die Kehle befeuchten? Rosch, bürgst du für ihn? Sei beruhigt. Er ist es nicht, der Foltest und Demavent auf dem Gewissen hat. Dann gehen wir. Das würde ich auch mal sagen. Spiel ist natürlich gespeichert. Ach, wie praktisch ist das denn? Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2. Und das war ja mal gerade heftig. Gehen über wir. Die Felder. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.